Startnummer 27, Marco Behringer aus Düsseldorfer Grund und Wolfgang Heger aus Grünen. 30 steht auf dem 25. Startplatz hier Mario Hammermann aus Neustemmen und unterwegs auf einer Kawa ZX636R mit einer 156613. Das Speedy Fashion Team notieren wir hier auf Startplatz 30 mit der Startnummer 301 einer Yamaha R6 mit einer 157.08 aus Stuttgart. Unterwegs auf der GSX-R 1000 mit einer 17 Thomas Schaller aus Saulheim. Unterwegs auf einer ZX-10 und einer Honda CBR 91 und einer Suzuki T1000S und einer 2,00422. So, hier tatsächlich noch eine MZ, aber keine aus dem Cup, sondern hier die MZ 1000, der 2-Zylinder parallel drin. Schön, dass man dieses Motorrad auch in diesem Feld noch sieht. Weiter geht's mit der Startnummer. Hier Frank Klatt und Erik Funk aus Darmstadt unterwegs mit der Yamaha R6 und der Honda CBR 600. Eben beide unterwegs auf einer Suzuki, der eine GSX-R 750, der andere auch hier GSX-R 600 mit einer 20333 aus Frankfurt, sowie Bruno Stefan Stepp aus Schwadenau auf der Streetlager 605 sowie der Honda CBR 600. So, die Motorräder werden jetzt hier in die günstigste Startposition geschoben. Nur eins ist klar, bei einem Langstreckenrennen wird das Rennen nicht in der ersten Kurve entschieden. Wir haben hier mit deutlichem Abstand die zwei führenden, Dominik Klammer und Timo Gieseler auf der GSX-R 1000 mit einer 146.302. Danach der zweitplatzierte mit der Startnummer 29, Dirk Walter und Andreas Schäfer mit einer 148.788. Das sieht ziemlich klar aus, aber Landstreckenrennen haben ihre eigenen. Ich sehe Thorsten Mittag mit der schwarzen und goldenen Flagge, er hält sie hoch und jawohl, das Rennen ist gestartet, die Fahrer laufen zu ihren Motorrädern.